Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu unserem Pressbriefing. Wie kann der Ausbau der erneuerbaren Energien wieder in Fahrt gebracht werden? Es freut mich, dass Sie sich alle eingeklinkt haben. Ein Wort vorab zum Ablauf. Sie können über die Chat-Funktion Ihre Fragen stellen, auch jetzt schon, aber bitte achten Sie dabei darauf, dass Sie die Fragen an alle Teilnehmer schicken und nicht an einen einzelnen Moderator. Wenn Sie sie an alle Teilnehmer schicken, kann mein Kollege sie auch sehen, der sammelt die Fragen und schickt sie dann an mich weiter, damit ich sie Ihnen stellen kann. Wir geben das Wort gleich aber erst einmal den Experten und vorab erzähle ich noch mal kurz, worum es gehen soll. Heute beschließen ja der Bundestag und der Bundesrat den Kohleausstieg. Der Bundesrat selbst gibt dann auch noch sein Okay für die Aufhebung des Photovoltaikdeckels, aber auch für die Einführung eines Mindestabstands für Windenergieanlagen von Häusern. Lange debattierte Streitfragen sind damit nun endlich entschieden und wir können den Blick nach vorne richten. Und wir wollen das zum Anlass nehmen und in den kommenden Wochen Hintergrundgespräche zu den Bereichen der Energiewende anbieten, für die in den kommenden Jahren Lösungen entwickelt werden müssen und Wege eingeschlagen werden müssen. Heute fragen wir nun also nach dem Ausbau der Erneuerbaren. Was steht denen im Weg und wie kann er beschleunigt werden? Unsere Fragen beantworten heute in alphabetischer Reihenfolge Eva Hauser. Sie ist Forschungskoordinatorin am Institut für Zukunftsenergie und Stoffstromsysteme, IZES, im Saarland und hat vor allem das Zusammenspiel von Förderung und Ausbau im Blick. Gundula Hübner, sie erforscht an der Media School Hamburg und der Universität Halle, warum Bürgerinnen und Bürger sich gegen erneuerbare Energien engagieren. Und Norman Gerhardt vom Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energieverfahrenstechnik in Kassel. Er beschäftigt sich unter anderem mit dem wie viel und wohin mit den erneuerbaren Energieanlagen. Ihn frage ich jetzt mal als Ersten. Wir haben in den letzten Tagen geradezu auch schon Rekordzahlen gesehen der Energieerzeugung durch Wind und Sonne. Es war da zum Teil die Rede davon, dass wir fast schon für ein ganzes Jahr Haushaltsstrom genug hätten. Auf der anderen Seite werden aber schon seit Jahren nicht mehr so wenige Windräder aufgestellt wie 2019. Wie ist denn die Lage nun wirklich? Ist die Lage gut oder schlecht oder durchwachsen? Herr Gerhardt. Also ich würde sagen, die Lage ist sehr schlecht. Dadurch, dass wir das Wetter hilft und wir eine niedrige Stromnachfrage haben und deswegen so einen hohen E-Anteil, haben wir jetzt sogar noch die zusätzliche Diskussion, weil die Börsenpreise gefallen sind, ob sich Post-EEG-Anlagen noch im Strommarkt refinanzieren und da Leute in Wartung investieren, um die länger betreiben zu können. Also im Hinblick auf die Klimaziele, die wir haben und dass wir, wenn wir aus der Kohle aussteigen, ja Erneuerbare ausbauen müssen, ist die Lage halt sehr dramatisch. Das andere ist natürlich die Verwerfung der Windenergiebranche, was Arbeitsplätze und all das angeht. Deswegen, wir haben jetzt irgendwie so eine Diskussion gehabt eben zu den Abständen und Flächen, wo am Ende irgendwie so wenig klar geworden ist, weil die Entscheidung liegt jetzt endlich bei den Ländern. Was die Länder jetzt damit mit diesen 1000 Meter und dieser Klausel, die dann Länder ziehen können, machen, die Ungewissheit, aber letztendlich die Herr Gerhardt, darf ich ganz kurz mal fragen, können Sie einen Hauch dichter zu Ihrem Rechner kommen, weil Sie sind recht leise. Wir haben es ja vorher ausprobiert, mit Ihrem Headset sind Sie genauso leise, aber vielleicht können wir Sie jetzt besser verstehen. Machen Sie weiter. Ja, genau. Soll ich noch ein bisschen ausholen? Ja, bitte. Was mir jetzt so ein bisschen so... Also wir haben so viel hart darüber diskutiert, über diese Abstandsregelung. Am Ende liegt es jetzt daran, was die Länder machen und so das Gefühl, dass es halt einige Länder halt dann schlecht machen können und die ganze Last beim Ausbau halt bei wenigen oder bei dem progressiveren Teil der Länder halt dann bleibt. Und das, was halt irgendwie fehlt, ist halt verbindlich 2% Flächenziel für jedes Bundesland festzulegen, dass da halt eine Verbindlichkeit reinkommt, dass wir wirklich auch dann die Flächen bekommen. Denn so viele Flächen haben wir auch gar nicht, die jetzt da überhaupt verfügbar sind. 80 Gigawatt, was man da damit machen könnte, wenn jetzt 1000 Meter Abstand, wenn man das so umrechnet, haben Kollegen von uns eine Studie fürs BMWI gemacht, haben da sehr detailliert die Analysen gemacht.
Kommen dann nur noch 70 Gigawatt dann raus. Wir müssen aber in Deutschland irgendwann auf 150 Gigawatt Windkraft kommen, um Klimaziele zu erreichen. Also Zahlen kann man immer schön runterbrechen. Was heißt das eigentlich für einen jährlichen Zubau, wenn wir langfristig 150 Gigawatt brauchen und so eine Anlage lebt dann hoffentlich zukünftig so 25 Jahre, müssen Sie also 6 Gigawatt pro Jahr, also 150 durch 25 Jahre, 6 Gigawatt pro Jahr brutto zubauen, allein um dann diese Anlagen immer wieder instand halten oder ersetzen zu können. Das heißt, wir müssen heute von einem Zubau von irgendwie 1 Gigawatt brutto, den wir jetzt irgendwie erreicht haben, müssen wir auf 6 Gigawatt schnellstmöglichst hoch. Davon hätten wir jetzt irgendwie mit den Flächen, die da sind, noch 50 Gigawatt vielleicht zur Verfügung. Da gibt es aber die ganzen Klagen. Es gibt diese ganze Trägheit, Regionalplanung und so. Also wir brauchen unbedingt auch mehr Flächen. Mit 1000 Metern können wir auch irgendwie leben, aber wir brauchen mehr Flächen und wir brauchen verpflichtende 2% Ziele pro Bundesland. Mhm. Welche Rolle können die erneuerbaren Energien in Zukunft tatsächlich übernehmen? Welchen Anteil am Energiebedarf können Sie dann maximal abdecken? Ja, maximal 100. Also Klimaschutz und Paris und all das heißt ja 100% erneuerbare Energien. Und die Analysen, die es dazu gibt aus unserem Haus, anderen, die sich da sehr detailliert europäische Stromversorgung, wetterabhängig alles angucken, sehen halt, dass wir da 90% oder so etwas machen wir dann halt mit fluktuierenden Erneuerbaren. Also wir haben eine ganz große Dominanz davon und genau, also in unseren Szenarien geht man halt davon aus, dass man dann in Deutschland 150 Gigawatt Onshore, 40 Gigawatt Offshore vielleicht, 250 Gigawatt PV, das sind so die Zahlen, auf die wir hoch müssen und dann so eine Welt mit vielleicht so 900 Terawattstunden Stromverbrauch. Heute sind wir bei unter 600 Terawattstunden, wir wollen auf ungefähr 900 Terawattstunden vielleicht hoch, wir müssen dann noch zusätzlich Wasserstoff importieren, weil wir einfach dann noch mehr Energie verbrauchen, die wir nicht in Deutschland herstellen können. Aber allein diese Zahlen, das heißt halt einfach, wir müssen ganz gravierend etwas ändern. Wir brauchen eben Ausbauzahlen von 6 Gigawatt brutto onshore und 1,6 Gigawatt offshore, wenn man das alles so runterbricht, pro Jahr von 10 Gigawatt PV pro Jahr. Das sind so Zahlen, auf die wir wieder hoch müssen, die wir eben auch schon mal gesehen haben, näherungsweise. Also wir hatten auch schon mal solche Zahlen bei Onshore oder bei PV. Das ist alles ja nicht unrealistisch. Also wir brauchen halt den politischen Willen. Ist das denn realistisch, 6 Gigawatt Windenergieanlagen, 1,2 Onshore? Kriegt man das hin? 1,2 Onshore. Also offshore. 1,6 Offshore. Also Offshore ist ja eher dann die Frage, schwächt sich da der Wind dann ab, wenn man da so fokussiert in der ganzen Nordsee das ausbaut oder kriegen wir den Strom transportiert nach Süden oder wie viel Wasserstoff machen wir dann Offshore schon. Aber genau bei PV hatten wir ja schon mal solche Leistungen, da waren wir ja schon mal im Bereich von 8 Gigawatt 2012. Pro Jahr. Bei Wind hatten wir 2017, 2014 hatten wir auch schon mal über 5 Gigawatt pro Jahr Zubau. Also realistisch in diesem, für Deutschland ist das zu leisten. Wir müssen halt die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Frau Hübner, Rahmenbedingungen schaffen, finde ich, ist ein ganz guter Hinweis. Politiker haben ja ganz oft in der letzten Zeit als Grund dafür, dass die Ausbaumenge eben weit von den selbst derzeit geplanten Zahlen entfernt ist, eine mangelnde Akzeptanz angeführt. Akzeptanz und Engagement gegen Windenergieanlagen sind nun genau Ihre Themen. Was weiß die Forschung denn über die Akzeptanz von erneuerbaren Energien? Ja, danke. Unser Thema ist auch gleichzeitig noch die Belästigung, die von Windenergieanlagen ausgeht. Auch als Umweltpsychologin beschäftigen wir uns zum Beispiel auch mit Stresswirkung. Das nur kurz vorab. Es gibt verschiedene Kollegen und Kolleginnen, die in Deutschland, aber auch international zur Akzeptanz von erneuerbaren Energien, auch Windenergie, arbeiten. Das heißt also, wir haben gerade eine Studie auch gemacht, wo wir es verglichen haben.
Windenergie mit anderen erneuerbaren Energien und konstant, sei es jetzt durch die Studien vom Potsdamer Institut, IASS oder unsere Studien oder auch von den erneuerbaren Energien, unendlich viel Energie. Wir sehen immer wieder, dass die Akzeptanz bundesweit hoch ist. Die liegt also bei ca. 80%, also auch für Windenergie. Wir sehen und wir selber führen immer Befragungen von Anwohnern und Anwohnerinnen durch, weil wir davon ausgehen, dass das die Menschen sind, die die meisten Erfahrungen haben. Und wir fragen sie dann zu dem Zeitpunkt, wenn die Windenergieanlagen bereits gebaut sind und zu der Akzeptanz der bestehenden Anlagen, auch dazu, wie sie die Erfahrung erleben, wie sie sich belästigt fühlen durch diese Anlagen. Und gleichzeitig fragen wir sie auch immer, waren sie denn zu Beginn des Planungsprozesses dafür oder dagegen? Und wir fragen gleichzeitig auch, sind sie dafür oder dagegen aktiv geworden? Diese und ähnliche Fragen, also zu dem Aktivwerden, dagegen sein Aktivwerden, stellen auch andere Kollegen. Und wir haben konstant die Befunde, dass eine Mehrheit auch vor Ort, also dort, wo Windanlagen stehen, wo Windanlagen gebaut werden sollen, dafür ist. Dass wir eine Minderheit haben, die dagegen ist. Und jetzt kommt es, die Minderheit wird signifikant stärker aktiv. Das heißt, es lässt sich also in den Daten ganz klar zeigen, wer etwas dagegen hat, wird stärker aktiv. Das können wir auch erklären. Wir Menschen reagieren stärker auf Verluste als auf Gewinne. Und hier ist also eine höhere Motivation vorhanden, dann eben sich dagegen auszusprechen. Und jetzt kommen wir auf die Politik zu sprechen. Offensichtlich wird darauf stärker reagiert. Es wird ja auch in den Medien immer wieder übertragen, Akzeptanzprobleme. Ja, es gibt Akzeptanzprobleme, aber es geht ja darum, hier auch nochmal zu schauen, wie ist die Grundgesamtheit. Und die Grundgesamtheit ist eben in der Regel dafür. Ich möchte auch nochmal hervorheben, dass Proteste sehr wichtig sind. Wir haben durch Proteste auch bei den erneuerbaren Energien deutliche Fortschritte, zum Beispiel in der Technologie, gehabt. Das heißt, zum Beispiel das Schattenwurfmodul, das kennen Sie vielleicht, das dürfen nicht mehr als 30 Minuten Schlagschatten am Tag auf ein bewohntes Gebäude fallen. Dann muss die Anlage abgestellt werden. Da ist ein technisches Modul eingesetzt, das das auch regelt. Wenn das länger dauert, ist dieses Modul kaputt und sollte dann ausgetauscht werden. Und das ist auch zum Beispiel auf Basis einer umweltpsychologischen Studie, die mein Kollege und Mitarbeiter damals noch an der anderen Uni in Kiel durchgeführt hat. Das heißt, da hat der Gesetzgeber schon reagiert. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir unterscheiden müssen zwischen konstruktiver Kritik, die notwendig ist in einer Demokratie und auch bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien, und zwischen so einem allgemeinen Unwohlsein, was nicht weiter durch Fakten begründet ist, wenn ich das so sagen darf. Das heißt also, wir haben hier konstant die Befunde, Mehrheit auch lokal dafür. Ich muss sagen, wir haben zum Beispiel in Bad Lauterstein, das ist in Baden-Württemberg, gesehen, dass rund 40% dagegen waren, als der Ausbau diskutiert wurde, als die Planungen begannen. Aber es waren eben über 50% noch dafür. Das heißt also, wir haben teilweise schon auch eine größere Gruppe von Personen, die das kritischer sehen, aber immer noch die Minderheit. Und von diesen werden, wie gesagt, generell mehr aktiv als von den Befürwortern. Da gibt es auch viele Anekdoten dazu zu erzählen, aber ich möchte das ja erstmal an diesem Punkt stehen lassen. Ich würde gerne auf die Abstände eingehen. Ist das okay? Bitte. Sie stoppen mich, ne? Weil ich bin ja Professorin. Ich halte ja immer gerne Vorlesungen. Also, kein Problem. Gut, also kommen wir zu den Abständen. Und das ist etwas, was uns schon länger beschäftigt. Wir haben schon 2015 mit der Fachagentur Windenergie an Land eine Broschüre rausgegeben zur Abstandsfrage. Und da haben wir die Daten, die mein Team und ich in Deutschland und auch in der Schweiz bis zu dem Zeitpunkt hatten, mal übergreifend ausgewertet. Und haben damals schon, das ist ja nun schon wieder 5 Jahre her, gesehen, dass es keine empirischen, also keine wissenschaftlich belastbaren Zusammenhänge zwischen der Akzeptanz von Windenergieanlagen vor Ort und den Abstand gibt. Und ebenfalls nicht, und das ist, denke ich, auch sehr wichtig, keinen signifikanten Zusammenhang zwischen der Belästigung und dem Abstand. Weil das ist ja mal das Argument, die Leute leiden unter den Geräuschen, unter dem Schattenwurf und so weiter. Deswegen brauchen wir die Abstände. Natürlich für einige auch noch der visuelle Eindruck, der ja aber mehr eine Geschmackssache ist. Stört mich das oder nicht? Und wir haben dann weitergearbeitet. Wir haben auch vom BMWI ganz tolle Forschungsprojekte bekommen. Das möchte ich auch noch mal erwähnen. Und wir hatten auch die Chance in den USA, da waren wir beteiligt, eine wirklich
USA-weite repräsentative Studie durchzuführen zur Akzeptanz von Windenergieanlagen vor Ort und die mit unseren eigenen europäischen Daten zu vergleichen. Das ist letztes Jahr veröffentlicht worden, 2019, wurde übrigens durch Herrn Trump finanziert. Ich glaube, er weiß es nicht, aber es ist ein anderes Thema. Und wir kommen aber wieder zu den gleichen Ergebnissen. Das heißt, auch in den USA sehen wir, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Akzeptanz und Belästigung und Abstand. Solange, ganz wichtig, solange die Emissionsschutzrichtlinien tatsächlich eingehalten werden. Das ist, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren, das muss so sein. Und wir haben das auch vermittelt innerhalb Deutschlands, nicht nur wir, auch andere Kollegen und Kolleginnen, die aktiv sind, auch in der Interessensvertretung und so weiter. Aber es sickert nicht durch. Das ist so ein bisschen unser Leidwesen. Also wir haben auch ans BMWI, an höhere Stelle geschrieben und so weiter. Aber es ist immer es ist eine politische Entscheidung zu sagen, Abstände lösen das Problem. Sie werden das Problem nicht lösen. Was wir sehen ist, dass am Anfang, wenn diskutiert wird, den Anwohnern, wenn man ihnen sagt, ja, ja, wir halten den Abstand von 1 Kilometer ein oder von 1,5 Kilometer, dass dann gesagt wird, ja, okay, dann können wir das besser akzeptieren. Aber wir sehen ja in unseren Studien, dass sie auch eine Minderheit von Menschen haben. Das sind vielleicht, also es sind einzelne Personen, die aber auch in größerer Entfernung tatsächlich Geräusche wahrnehmen und durch diese gestört sind. Jetzt, ja, kann ich auch noch was dazu sagen, wie man das überhaupt erfasst. Vielleicht wollen wir mal, das machen wir vielleicht gleich nochmal, weil das spannend wird. Mich würde noch eine kurze Sache interessieren. Sie sagen ja selber, man sieht es offenbar in der Verwaltung oder in der Politik nicht. Warum? Was ist die Erklärung dafür, dass es trotzdem dieses Argumentationsmuster gibt, mehr Abstand gleich mehr Akzeptanz? Man kann auch das nicht pauschalisieren. Es gibt natürlich in der Verwaltung und auch Politik, in der Politik Personen, die das sehen. Es geht ja jetzt hier um die Entscheidungen, die gefällt werden, wo sich offensichtlich, das ist jetzt natürlich meine Interpretation, der Wunsch nach Lösungen durchsetzt. Das heißt, es ist die Hoffnung, wir haben jetzt hier ein klares, einfaches Instrument und sagen Abstand und das löst die Probleme. So ist es aber nicht. Und das heißt, wie immer sind die Dinge komplexer. Und wir sehen ja auch, dass vor allen Dingen, also wir haben da die Studie, die wir mit dem Bundesamt für Naturschutz durchgeführt haben, eine Studie, wo wir eben auch verschiedene erneuerbare Energien verglichen haben, die Akzeptanz gegenüber diesen. Und was wir sehen ist, dass der Planungsprozess, das heißt, wie fair das läuft, wie die Leute mitgenommen werden, ob die Leute mit einbezogen sind, ob sie auch einen Vorteil bekommen, also auf finanzieller Art. Und zwar, dass der Strom, der erzeugt wird, in der Region bleibt und vielleicht günstiger vergütet wird, also nicht vergütet wird, sondern für die Anwohner und Anwohnerinnen zur Verfügung steht. Und aber auch die Sinnhaftigkeit, das heißt, die Umsetzung, die Sinnhaftigkeit der Umsetzung der Energiewende, dass das viel entscheidender ist. Und da möchte ich verweisen auf ein ganz aktuelles Papier von der Agora Energiewende, das gestern vorgestellt wurde. Edgar, Sie haben das, können das ja auch an die Kollegen und Kolleginnen weiterschicken, die auch nochmal ganz deutlich zeigen, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist, dass eine konsistente Weiterentwicklung der Energiewende, die nachvollziehbar ist, betrieben wird. Weil, ich meine, dafür muss man eigentlich keine großen Studien machen. Wenn die Leute nicht überzeugt davon sind, dass es sinnvoll ist, erneuerbare Energien zu installieren, zum Beispiel Windenergieanlagen, ist es auch sehr viel schwerer, sie zu akzeptieren oder sie für akzeptabel zu halten. Also das heißt, wir haben hier ein Geflecht von Faktoren. Der Abstand wird als eine Lösung hervorgehoben, die aber, wie ich finde, nicht, wie ich weiß, ich weiß es, die greift zu kurz. Ich glaube, Herr Gerhard hat ja nun schon auch wichtige Punkte angesprochen. Und wie gesagt, in der Agora Energiewende gibt es eine ganze Reihe von sehr wichtigen Handlungsempfehlungen. Der Abstand wird die Probleme nicht lösen. Frau Hauser, Sie haben es jetzt am längsten zugehört. Ich finde, zwei Punkte waren drin, auch zu denen auch Sie was sagen könnten. Also die Sinnhaftigkeit der Energiewende und die Frage, wer kriegt eigentlich das Geld für die Sachen? Sie beschäftigen sich ja genau mit diesen Förderregimes und da hat ja die Bundesregierung 2017 Ausschreibungen für Windenergie und Photovoltaik Freiflächeneinlagen eingeführt und wir sehen ja, dass danach sich zumindest bei der Windenergie, die es nicht so entwickelt hat, wie man sich das damals versprochen hat. Welchen Einfluss haben denn jetzt eigentlich die Ausschreibung auf den Zubau der Erneuerbaren und den Preis, den wir dafür bezahlen müssen?
Guten Morgen. Das war die Frage, ist recht komplex, weil wir auch in unterschiedlichen Technologien unterwegs sind. Und bei Wind ist es in der Tat so, dass die Erfahrung, die wir hier machen, die allerdings auch in anderen Ländern sich jetzt nicht so wahnsinnig unterscheiden, ziemlich durchwachsen sind. Also einerseits, wir sehen das Ausschreibungssystem, für das wir hier in der Bundesrepublik optiert haben, hat eine ganze Menge Mängel am Anfang mit sich gebracht, insbesondere die in nicht wirklich gut gewählte Bürgerenergiedefinition, die halt eben einige Probleme mit sich gebracht hat und die jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch den Ausbau, der eigentlich beschlossen bzw. auktioniert wurde, extrem verlangsamen bzw. vielleicht auch gar nicht stattfinden lassen wird. Also gerade bei Wind haben wir keine besonders guten Erfahrungen mit dem effektiven Zubau. Und da, wo wir auch mit Sicherheit davon ausgehen können, ist, dass es auch in Bezug auf die auktionierten Preise kein wirklicher Fortschritt ist. Also auch KollegInnen gemeinsam von Norman Gerhard und uns haben sich das angeguckt und wir wären mit hoher Wahrscheinlichkeit, wären wir im EEG-Vergütungssystem geblieben, wie es vor 2017 für Wind bestanden hat, wären wir heute günstiger dran und wir hätten möglicherweise auch wirklich einen Zubau statt eben diese Standbys, der sich zwischenzeitlich ergeben hat. Weiß man denn, woran das liegt, dass das nicht so richtig in Gang kommt? Ja, da gibt es natürlich ganz viele Gründe. Aber wenn man sich die auktionierten Anlagen anguckt, war es natürlich so gewesen, es gab für die erste, wir nennen das jetzt Ausschreibungsphase, es wurde ja gesetzlich dann wieder geändert, diese Definition der Bürgerenergie und auch die Bedingungen, mit denen sie in die Ausschreibung rein konnten. In dieser ersten Phase war es so gewesen, dass die Genehmigung nicht explizit vorliegen musste. Das heißt, man konnte im Grunde genommen mit einem Standort in diese Ausschreibung hineingehen und es gab zusätzlich halt eben diese spezifische Bürgerenergiedefinition, die ex nihilo gezaubert wurde für die Ausschreibung, die dazu geführt haben, dass ganz viele in die Auktion hineingegangen sind. Ich übertreibe es jetzt etwas, mit einem ungefähren Plan, eine Windkraftanlage dort und dort zu bauen. Das ist wirklich jetzt übertrieben. Aber mit dem Ergebnis, dass das gesamte Genehmigungsprozedere eigentlich erst durchgeführt werden muss. Und dafür haben diese Bürgerenergiegenossenschaft, die man explizit für das EEG definiert hat, haben dann 54 Monate Zeit. Und jetzt gibt es die Möglichkeit Nummer eins. Die nutzen wirklich diese 54 Monate exzessiv aus, um dann vielleicht bis dorthin günstige Windenergieanlagenpreise zu bekommen, vielleicht auch nochmal ein bisschen ihr Anlagendesign zu modifizieren, vielleicht, ich weiß nicht, was damit zu machen oder nochmal neu in die Ausschreibung reinzugehen. Ja, da gibt es auch diese Fälle. Und das Zweite kann natürlich sein, zwischenzeitlich gibt es Probleme bei der Genehmigung, bei der Umsetzung der Genehmigung und letzten Endes wird dann diese Anlage oder der Standort verfallen. Also hier ist ein ganz massives Problem, das wir erwarten müssen, dass viele der auktionierten Ausschreibungen im Bereich Windenergie onshore eben nicht umgesetzt werden oder zu anderen Bedingungen oder nochmal in die Ausschreibung reingehen, was auch immer. Heißt das nochmal in die Ausschreibung reingehen, dass die Leute, die eigentlich schon eine Genehmigung haben, sich nochmal bewerben, weil ihnen der Preis nicht passt? Das ist in der Tat der Fall, ja. Das kann man beobachten und gut, da gibt es jetzt unterschiedliche Sichtweisen. Bezug auf die Jahre, in diese Ausschreibung oder diese Auktionen stattgegeben wurden, ist es einfach halt eben verlorene Zeit. Läuft das denn in den anderen Bereichen jetzt Photovoltaik oder Biomasse besser? Also Biomasse leider nein. Das ist einfach, also dort hat man sich auf einen ziemlich niedrigen Mindestpreis geeinigt und auch das Kontingent ist sehr gering. Also da geht es um 100 Megawatt Zubau pro Jahr, die auktioniert werden. Und bislang sind einfach die Gebote weit unter den 100 Megawatt. Also auch hier keine Erfolgsstory. Und bei Photovoltaik scheint es wohl so zu sein, dass die Anlagen, die auktioniert werden, auch recht zügig gebaut werden. Das sind also die Mängel, die da oder die Nichtumsetzung, die ist sehr gering.
Man muss auch dazu sagen, es ist halt eben nur ein Teil des Photovoltaiksegmentes, nämlich die Anlagen größer 750 Kilowatt. Das heißt, alles, was auf kleineren Dächern irgendwo gebaut wird, vielleicht auch kleinere Freiflächen, sofern noch möglich, die sind davon überhaupt nicht betroffen. Das heißt, das ist nur ein kleiner Ausschnitt der notwendigen Photovoltaikleistung. Und wenn man sich das in der Summe übers Jahr anguckt und das mit den Zahlen, die Herr Gerhard eben genannt hat, vergleicht, wenn ihr sagt, wir brauchen vielleicht sogar bis zu 10 Gigawatt im Jahr, dann ist halt eben dieses bisschen Photovoltaik-Auktion vielleicht ein Zehntel, ein gutes Zehntel dessen, was wir eigentlich brauchen. Also das heißt, auch hier ist das Instrument nur ein Teil eines notwendigen Instrumentenbaukastens, um wirklich die Energiewende hier in der Bundesrepublik stemmen zu können. Ja, danke. So, wie ich sehe, wir haben Fragen von auswärts. Die erste Frage geht jetzt an Herrn Gerhard. Und der Kollege fragt, durch Effizienzsteigerungen bei Windenergieanlagen und bei Photovoltaik müsste sich doch wohl eigentlich die Zahl oder die Größe der notwendigen Anlagen reduzieren können. Ist das so? Erleichtert das den Ausbau? Das ist sehr spannend. Beurteilen kann ich es nicht, aber also wir haben so schon die Vorstellung, dadurch, dass wir jetzt ja viel größere Anlagen bauen werden und also gerade auch dann für die Schwachwindstandorte viel größere Anlagen, also wirklich gigantische Maschinen, dass die Anzahl der Anlagen nicht so stark steigen. Sind halt auch dann die Abstände zwischen den Anlagen einfach dann viel größer. Das heißt, wir reden über weniger Anlagen auf einen Fleck, aber dafür überall irgendwo Anlagen. Das heißt, was mir dabei noch nicht klar ist, da haben wir noch keine Detailuntersuchung, inwiefern halt diese Möglichkeit auch dann eine Konzentration in Landkreisen herbeizuführen. Also dass man halt nicht überall eben Windparks hat, sondern es eben in bestimmten Regionen in einem Landkreis konzentriert, inwiefern das dann schwieriger wird, weil wir dann doch überall solche großen Anlagen hinstellen müssen, nur fallen sie dann vielleicht nicht mehr, also vielleicht nicht mehr als Spargel sozusagen, immer dieses Wort, was verwendet würde, ins Auge, sondern es sind halt einzelne sehr große. Bei PV ist es dann halt so, ne, das geht ja auch bei diesen Fragen Eigenstrom, wir wollen keinen Eigenstromanteil, wir wollen einen hohen Autarkie. Wir wollen, dass die Dächer voll werden. Da hilft es natürlich, wenn die Restriktionen, die dort eben bei Dachgrößen sind, die fallen dann weg. Das ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich. Auch vielleicht kann Frau Hübner was zu dieser Frage sagen, Spargel versus, ich sehe überall ein großes Windrad. Kann ich gerne sagen, wenn Herr Gerhard das will. Ja klar, machen Sie. Ich habe auch noch eine Frage von Herrn Wiesner. Haben Sie die auch? Nein, die habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Aber beantworten Sie, sagen Sie ruhig, was Herr Wiesner wissen will. Und Ich würde erstmal, ich gehe mal ganz kurz auf das von Herrn Gerhard ein und dann gehe ich zu Herrn Wiesner. Und ich hatte so kurz, dass Frau Hauser dann auch Zeit hat. Okay. Also, wir führen zusammen mit Landschaftsarchitekten, zum Beispiel von der TU München, das ist der Sönschöbel-Rutschmann, führen wir auch Studien durch, wo wir genau dieser Frage nachgehen, ob die Gestaltung von Windparks Einfluss hat auf die Akzeptanz. Ich weiß, Kollegen aus St. Gallen, von der Wirtschaftsuni St. Gallen, die beschäftigen sich da auch mit Photovoltaik, ob es die Gestaltung der Anlagen, zum Beispiel in Form der Schweizer Flagge, eine Auswirkung hat auf die Akzeptanz. Nee, nicht die Flagge, das war eine andere, die bevorzugt wurde. Aber wir sehen zusammengefasst, ja, das hat einen Einfluss auf die Akzeptanz. Und zwar, wenn es einen sinnhaften Bezug zu der Umgebung gibt. Das heißt, mal ein Beispiel, wir haben das für Offshore-Windenergie hypothetisch gemacht. Macht es einen Unterschied, ob man zum Beispiel nach bestimmten Sichtfächerachsen die Windenergieanlagen aufstellt, sodass sie zum Beispiel auf Rügen stehen und sagen können, guck mal, wenn du da hinten weiter guckst bei den Windanlagen, da ist Möhn. Eine dänische Insel. Da hinten ist Möhn, könntest du da eigentlich sehen. Und wir sehen, dass das zu einer höheren Akzeptanz führt, weil wir sind ja in der Heimat der Menschen. Und wenn sie das integrieren können, einen sinnhaften Bezug zu ihrer Umgebung, dann wird es weniger als Fremdkörper wahrgenommen. Da haben wir also verschiedene Studien zugemacht, wo wir das zeigen können. Die Größe der Anlagen, Sie haben das ja schon gesagt, Herr Gerhard, ist ja auch immer mit unterschiedlichen
Emissionsschutznotwendigkeiten verbunden. Das führt dann zu größeren Abständen. Und das heißt, wenn Sie jetzt an einem Wohnort sind, dann dürfte ja die Anlage gar nicht so groß erscheinen, weil sie muss ja weiter weg sein, wegen Schattenwurf, wegen Geräuschemissionen und so weiter. Wie weit das Auswirkungen hat, kann ich Ihnen nicht sagen. Es ging um die Abstände zwischen den einzelnen Windanlagen. Die Abschattungseffekte in so einem Wind. Genau, die werden ja größer und auch weiter weg von kann ich Ihnen jetzt nichts Empirisches dazu sagen. Ich würde sagen, wenn man die Menschen mit einbezieht in diese Planung, kann ich mir vorstellen, dass das auch akzeptiert wird. Aber das müsste man dann halt auch auf den Planungsprozess berücksichtigen. Was Frau Hauser gesagt hat, können die Menschen sich zum Beispiel beteiligen, auch finanzieller Art, was passiert da für die Kommune, auch das spielt alles eine Rolle. In Dänemark sehen wir ja, dass durch die größeren Anlagen die Bürgerbeteiligung zurückgegangen ist, auch durch strukturelle Vorgaben auf politischer Ebene. Und in Dänemark, eigentlich das Pionierland der Windenergie, sehen wir ja genau das Gleiche, was wir bei uns sehen. Es gibt nämlich fast einen Zusammenbruch der Windenergie, weil es eben von den Bürgern weggenommen wurde. Das interpretieren die dänischen Kollegen so, die ich jetzt hier zitiere. So, jetzt würde ich gerne dann, wir untersuchen auch, und das ist auch interessant, da haben wir gerade ein laufendes Projekt mit der Technischen Uni Berlin, also wir arbeiten auch immer mit Ingenieuren zusammen, wir arbeiten übrigens auch mit Windparkbetreibern zusammen, da würde ich gleich bei der Herrn Wiesner auf die Frage ganz kurz eingehen. Und zwar sehen wir, dass es auch einen Unterschied macht, wie die Mastform der Anlagen ist. Also wir zeigen dann den Anwohnern den Windpark, wie er jetzt existiert und sagen, wie würdet ihr das denn beurteilen, wenn das eine bestimmte Gittermastform wäre oder eine andere Gittermastform oder was ganz Neues, ein Dreibein oder ein Vielbein. Kann ich Ihnen jetzt hier nicht visuell darstellen, aber da arbeiten wir auch mit Industriegestaltern zusammen. Und was wir sehen, ja, es gibt Präferenzen, es gibt einen Unterschied. Das heißt, wenn mehr Transparenz gegeben ist, dann wird das stärker begrüßt. Allerdings, die alten klassischen Gittermasten werden weniger positiv beurteilt als andere. Das Ergebnis liegt noch nicht vor, sage ich Ihnen jetzt mal so vorab. Aber auf jeden Fall, also ich bin noch nicht veröffentlicht, ne? Die Ergebnisse haben wir schon. Aber auf jeden Fall sehen Sie, das macht sehr wohl einen Unterschied und deswegen immer wieder wichtig, Anwohner mit einbeziehen, weil es ist Ihre Heimat, Ihre Experten sitzen dort. Also das sind die Leute vor Ort. Ich würde gerne auf die Frage von Herrn Wiesner noch eingehen. Und zwar fragt Herr Wiesner, gibt es Unterschiede in den Emissionen bei den Windrädern unterschiedlicher Hersteller? Und machen sich diese in der Akzeptanz bemerkbar? Nun haben wir nicht alle Windräder unterschiedlicher Hersteller untersuchen können, sondern wir haben inzwischen, glaube ich, so rund 20 Windparks untersucht. Da haben wir keine Unterschiede feststellen können. Wäre interessant, das systematischer zu machen, haben wir aber nicht feststellen können. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen, es ist nicht die Geräuschquantität, das heißt also nicht die Geräuschlautstärke, die Probleme verursacht, immer solange die Richtlinien eingehalten werden, sondern es ist die Geräuschqualität, das heißt ein bestimmtes leises Geräusch, wir haben das in einem Windpark in Wildstedt gehört, also wir haben mit den Gegnern zusammengearbeitet, die für uns mit einfachen Audiorekordern diese Geräusche aufgenommen haben. Und wir haben dann analysieren können, dass es tatsächlich auch zum Beispiel bei 33 dB bei einzelnen Menschen, das sind also unter 10%, das waren nachher 6% maximal, die gelegentlich Symptome hatten wie Schlafkonzentrationsstörungen. Und die haben uns dann gezeigt, dass das ein ganz leises Geräusch ist, so ein Wusch, so, ja, was eben durch eine bestimmte, wahrscheinlich durch die Flügel verursacht wird. Und da sehen wir, das ist also, wie gesagt, hier sinnvoll ist, weiterzuarbeiten, daran die Geräuschart zu verändern. Und da gibt es zum Beispiel Flügelkanten-Hinterprofile, die scheinbar dazu beitragen, dass diese Art von Geräuschqualität verbessert wird, vermindert wird und zu weniger Belästigung führt. Konkret in diesem Windpark sind die inzwischen installiert, wird von WPD betrieben, wo der eine Vorstand selber Interesse hat, das auszuprobieren. Und da ist das inzwischen, also wird das sehr positiv aufgenommen. Ich greife jetzt schon mal vorweg, was kann man tun? Man kann zum Beispiel eben systematisch diese Minderungsmaßnahmen ausprobieren, man kann sie effizienter weiterentwickeln und evaluieren, genauso wie man auch Minderungsmaßnahmen oder Förderungsmaßnahmen für Naturschutz evaluiert, sollten wir auch Minderungsmaßnahmen systematisch ausprobieren und weiterentwickeln für die Spezies Homo sapiens sapiens, obwohl nur sehr wenige Menschen davon überhaupt betroffen sind. Das möchte ich auch noch mal hervorheben.
Prima. Ich muss an dieser Stelle nochmal sagen, Herr Wiesner, ich hatte Ihre Frage vorliegen, nur ohne Namen. Also, pardon, dass ich Sie hier falsch vorgeführt habe. Das war nicht meine Absicht. Ich würde gerne noch mal einmal eine kurze Frage an Herrn Gerhard stellen. Wenn wir jetzt, ich glaube, es waren 6 Gigawatt pro Jahr jedes Jahr aufbauen müssen, wohin? Muss man das besser verteilen regional als heute? Naja, also wir haben ja jetzt verschiedene Sachen, die man machen muss, damit man überhaupt auf diese Ziele kommt. Ne? Und eine Frage ist natürlich auch mehr Wind in Süddeutschland. Zum einen haben wir irgendwie so diese zum anderen reichen halt auch die Anreize für Wind an schwachen Standorten einfach nicht aus. Genau, und das heißt also, wir müssen Anreize setzen, dass wir halt mehr Wind an schwachen Standorten in Süddeutschland haben. Und genau, das kann man halt machen, dass man das Referenzertragsmodell anpasst. Das ist wichtig, dass bei der, also es gibt halt Stellschrauben, die jetzt in der EEG-Novelle adressiert werden müssen. Also wir haben in Süddeutschland viele 60% Ertragsstandorte. Aber das Referenzertragsmodell, was ja dann mit einem Faktor um 100% Standort auf den ich habe, die EEG-Vergütung dann eben noch mit einem Faktor erhöht, schneidet bei 70% ab. Das heißt, man braucht einen höheren Faktor für 60% Standort. Oder wir reden auch darüber, ob man halt Windkraftanlagen an den Kosten für den Netzausbau beteiligt, also ob es sowas geben sollte wie Baukostenzuschüsse im Netzausbaugebiet in Norddeutschland, um dann eben auch Anlagen dort teurer zu machen. Das heißt, dass wir zum einen mehr Ausbau bekommen und den auch im Süden. Können Sie noch mal uns kurz erklären, was das Referenzertragsmodell ist und vielleicht ein bisschen weiter über, ein bisschen mehr über Ihre linke Schulter reden? Mir scheint, Ihr Mikrofon scheint ein bisschen empfindlicher zu sein, wenn Sie über die linke Schulter sprechen. Also hatte ich ja gerade, dann sage ich es nochmal langsam. Also ja, vielleicht ist das Ausschreibung teil und dann gibt es dann einen Preis und der Preis, der gilt eben dann für 100% Ertragsstandort und dann haben wir einen Faktor auf, wenn mein echter Standort, den ich habe, einen geringeren Ertrag hat, wie viel höher meine EEG-Vergütung dann ausfällt. Von der vereinheitlichten Ausschreibung für alle, ein Preis für alle, wird dann nochmal für die Standorte dann angepasst. Und das bisherige Modell geht eben nur bis zu 70% Standorten. Wenn man sich dann solche Karten anguckt, sind eben gerade in Süddeutschland diese 60% Ertragsstandorte sehr dominant. Und wenn man diese Potenziale erschließen möchte, muss man einfach da noch eine höhere Vergütung gewähren. Okay. Wir haben jetzt recht viel über die Akzeptanz geredet von Windenergieanlagen. Aber mir scheint, es gibt noch ein zweites Thema, was wir ebenfalls nochmal aufgreifen sollten, und zwar das Thema der alten Anlagen. Am Ende dieses Jahres fallen eine ganze Reihe von Windrädern, Photovoltaik, Wasserkraft oder Biomasseanlagen aus der Förderung raus. Und mir ist nicht so recht klar, wie das mit diesen Anlagen weitergeht. Vielleicht, Herr Gerd, noch einmal ganz kurz, wie viele Anlagen werden denn davon betroffen sein? Über welche Größenordnung reden wir hier? Naja, also es geht ja um die Anlagen, die vor dem EEG vor 2000 schon gebaut wurden. Das sind irgendwie so 4,4 Gigawatt und dann noch das, was im Jahr 2000 dann zugebaut wurde. Die fallen jetzt alle dann raus, aber dass die Fragen, wie viele von denen sowieso schon weggestorben sind und schon zwischendurch repowered wurden. Man geht jetzt halt davon aus, dass jetzt so 4 bis 4,5 Gigawatt aus der EEG-Vergütung fallen würden. Und die Frage ist dann eben, ob die dann auf Flächen stehen, wo man dann repowern kann und das eben dann auch sollte, weil man dann in diese kleinen Anlagen, die wenig Ertrag bringen, auf diesen Flächen dann eben mehr Strom erzeugen könnte, also Repowering Vorrang oder eben, wenn keine Repowering möglich ist, dass man die dann Anreize gibt, dass die auch wirklich weiter betrieben werden, diese Anlagen. Also wir reden über 4 bis 4,5 Gigawatt und eben Rahmenbedingungen für Repowering, die müssen verbessert werden. Auch das ist eine Frage, was man bei der nächsten EEG-Novelle lösen kann oder eben den Weiterbetrieb dieser Anlagen, weil eben die Strompreise das zurzeit halt auch schwierig machen, hatte ich am Anfang ja gesagt. Frau Hauser, wie sieht es denn aus? Gibt es denn Konzepte, wie diese Anlagen im Netz gehalten werden könnten? Ja,
Leider gibt es die im Moment noch nicht. Die sind allerdings wirklich ganz dringend. Also das EEG schreibt schlicht und einfach den Vorrang der Einspeisung von erneuerbaren Energien vor. Aber es ist im Moment noch eine große Lücke in Bezug auf die weitere Vergütung dieser Anlagen. Da gibt es ganz dringenden Handlungsbedarf durch den Gesetzgeber. Es gibt mit Sicherheit die Möglichkeit, dass die von irgendwelchen Ökostromanbietern quasi unter Vertrag genommen werden können. Aber das ist auf jeden Fall mal nicht geregelt. Und für die Anlagen, die halt eben in die anderen oder wo sich andere Fragen stellen in Bezug auf Repowering, das müsste dann wiederum die Ausschreibung, das geht so nicht. Also da gibt es wirklich großen Handlungsbedarf und der ist leider sehr dringend, weil wir ansonsten im Bereich Windenergie, die von Herrn Gerd angesprochenen, knapp 5 Gigawatt Ausfall haben könnten. Aber es ist mit Sicherheit genauso dringend im Bereich der Bioenergie, weil wir auch da möglicherweise über 2 Gigawatt für nachwachsende Rohstoffe Probleme haben könnten und auch bei den Altholzanlagen auch keine gesicherte Zukunft besteht. Also das heißt, hier haben wir dringenden Handlungsbedarf, um eben diese Anlagen noch zumindest bis wir andere Lösungen finden könnten, bis vor allem der FEE-Ausbau weiterkommt, im System halten zu können. Auch weil die wichtig für die Wärmeerzeugung sind und auch weil sie in der Landwirtschaft eine wichtige Rolle spielen bei eben den Stoffstromkonzepten. Also da ist wirklich Handlungsbedarf. Kann es denn ernsthaft passieren? Einer von Ihnen hat das Mikrofon noch an. Kann es denn ernsthaft passieren, dass diese Anlagen abgebaut werden, dass sie tatsächlich aus der Flotte der Erneuerbaren wieder verschwinden und wir erst einmal sozusagen einen Zacke nach unten kriegen? Das ist leider hochwahrscheinlich. Also die letzten Rückmeldungen, die ich vom Bundesverband Erneuerbare bekommen habe und eben von den Betreibern darin, die sagen sehr wohl, dass sie halt eben keine Perspektive sehen und insbesondere, Herr Gerd hat es angesprochen, durch die Tatsache, dass im Moment die Strompreise durch die Corona-Krise bedingt relativ in den Keller gegangen sind. Das hat sich wieder ein bisschen erholt, aber das ist sehr hoch oder sehr, sehr wahrscheinlich, dass da einige Anlagen aus dem Netz gehen werden. Mir scheint, dass wir am Ende uns wirklich die Frage stellen könnten, ob wir nicht angesichts der schon beim Aufbau der erneuerbaren Energien so vielen Detailfragen, vielen einzelnen Fragen, die wir angehen müssen, vielleicht nicht doch am Ende sowas wie einen Masterplan brauchen für die erneuerbaren Energien. Darf ich noch mal ganz kurz was ergänzen? Ich mache es ganz kurz. Bitte. Herr Gerd und Frau Hauser, Sie haben das angesprochen, die Rahmenbedingungen, die politischen Rahmenbedingungen. Ich möchte noch mal auf die Planungsebene, auf lokaler Ebene verweisen, beziehungsweise regionaler Ebene, die oft alleingelassen ist mit diesen komplexen Planungen, gerade Süddeutschland, 10H-Regelung, die Kommunen müssen das selber betreiben. Das ist ein weiteres großes Problem. Das heißt, wir können technische Veränderungen haben, wir können Förderveränderungen haben, aber diese Gemeinden, diese Regionalverbände brauchen auch mehr Unterstützung bei diesen ganzen Verfahren. Okay. Masterplan. Ich habe hier auch noch eine Frage von außen bekommen. Und zwar geht es dabei um das Recycling von derzeit installierten Photovoltaikmodulen und Verbundwerkstoffen von Windenergieanlagen. Wissen Sie, ob es bei Herstellern Aktivitäten gibt, diese Recyclingfähigkeit und Anlagen zu steigern? Wer von Ihnen wissen das? Herr Gerhard schüttelt den Kopf. Ich weiß es sicher. Es gibt eine übergreifende Vereinigung der Photovoltaikanlagenhersteller, die nennt sich PV-Cycle, die dabei ist, genau diese Fragen zu klären. Ich muss gestehen, ich weiß die letzten technischen Details jetzt auch nicht. Aber in der Tat, also erstens, es sind wertvolle Rohstoffe, die man nutzen muss. Und das wird gemacht, aber wie schon gesagt, die technischen Details kann ich jetzt leider auch nicht erläutern. Und bei Windkraftanlagen, ich meine, den Rückbau gibt es ja schon, beziehungsweise teilweise werden die dann auch woanders wieder aufgebaut, in anderen Staaten. Aber bei Wind ist es auch in vielen Teilen gar nicht so problematisch. Das, was wichtig ist, sind halt eben die seltenen Erden und die teuren Metalle, die da verbaut sind. Und da weiß ich nicht, inwieweit man die wirklich gut wieder recyceln kann. Aber ich bin relativ zuversichtlich, dass es dafür schon Lösungen gibt. Prima.
Frau Hauser, weil Sie gerade geredet haben, brauchen wir also einen Masterplan für den Ausbau der Erneuerbaren oder können wir das weiter so laufen lassen wie bislang? Also mein Plädoyer ist definitiv, sich erstmal anzugucken, was brauchen wir denn überhaupt. Natürlich gibt es dafür nicht die eine Lösung. Es gibt immer unterschiedliche Grade der Selbstversorgung, die wir in der Bundesrepublik anstreben. Und möglicherweise ist es vielleicht auch nicht 100% machbar, dass wir alles in der Bundesrepublik erzeugen. Aber in der Tat, ich glaube, die Menschen brauchen ein Bild davon, was das bedeutet. Und vor allem, Frau Hübner hat es angesprochen, auch wirklich das Gefühl dafür, dass das in eine richtige Richtung geht. Ich glaube, das Bewusstsein für Klima oder für die Schäden, die durch die Klimaänderungen auftreten, das ist ja definitiv da und man kann das auch nutzen. Aber meiner Ansicht nach ist es ganz wichtig, dass die Leute das oder dass sie halt eben sich nicht überrannt fühlen davon, dass man dann sagt, okay, also diese Energiezukunft kann so und so aussehen und wir bauen das jetzt gemeinsam, damit wir halt eben wirklich den Klimawandel, zumindest mal was uns in der Bundesrepublik angeht, etwas entgegensetzen können. Aber ich glaube, es weiterlaufen zu lassen mit diesem Muddling Through, mit dem Durchwursteln, was man im Moment leider der Politik bescheinigen kann, das ist keine gute Lösung. Herr Gerhard, glauben Sie, dass ein Masterplan helfen kann, den Zubau, den wir erreichen müssen, auch wirklich zu erreichen und ihn vielleicht regional besser zu verteilen? Also ich kann mit dem Begriff nicht so viel anfangen. Mir gehen eben viel zu viele konkrete Sachen, die gemacht werden müssen, durch den Kopf. Und natürlich muss man immer flexibel reagieren. Also wir sagen immer, dass es gibt technologische Innovationen und wie viel Photovoltaik wir langfristig nutzen. Und wenn wir das dann noch auf den Autodächern und überall Dachziegel haben, die so gebäudeintegrierte PV und irgendwas. Also was kommt für eine Zukunft auf uns zu? Ne? Da gibt es natürlich Freiheitsgrade, aber es geht darum, jetzt einfach die Rahmenbedingungen für die nächsten 10 Jahre zu legen, dass wir wirklich sicher Klimaziele erreichen können, dass wir da eine Dynamik reinkriegen. Man muss immer nachsteuern. Also wir rechnen natürlich, wie irgendwie die Zukunft sich wahrscheinlich entwickeln könnte, aber man muss immer nachsteuern. Es geht gar nicht so sehr um den Masterplan, sondern einfach robuste Sachen progressiv jetzt umzusetzen und natürlich immer gucken, wie man nachsteuern muss. Frau Hübner, Wie sehen Sie das? Kann eine bessere Planung verhindern, dass die Minderheit die Mehrheit dominiert beim Ausbau der erneuerbaren Energien? Oder was kann uns dabei helfen? Wir haben, würde ich mal als Beispiel, den erfolgreichen Bau der Höchstspannungstrassen in Schleswig-Holstein anführen, an der Westküste, der ja ziemlich erfolgreich gelaufen ist. Unter anderem deswegen, weil alle Parteien, alle Beteiligten, sei es Naturschutz, sei es Landwirte, sei es Bevölkerung allgemein, an einem Strang gezogen haben. Das heißt, sie haben das Ziel gesehen, worum es geht. Und ich denke, das ist etwas, was stärker vermittelt werden muss. Wir können nicht darüber diskutieren, ob es Auswirkungen gibt durch den Klimawandel oder nicht. Wir sehen das. Ich lebe in Sachsen-Anhalt. Hier sterben die Bäume im Park. Das ist so offensichtlich. Und Sie haben es gesagt, ja, also die Leute nehmen das wahr. Das heißt, es ist, denke ich, wichtig, das zu einer gemeinsamen gesellschaftlichen Aufgabe zu machen und das nicht als politische Profilierung zu sehen, wie mir das teilweise erscheint. Ich muss sagen, teilweise. Und das heißt, wir brauchen auch natürlich große Transparenz über genau die Fragestellung, die wir diskutieren, dass es nämlich keine einfache Lösung gibt, dass wir nachjustieren müssen. Ja? Aber das Entscheidende ist, alle an einen Tisch zu holen, auch alle Fachrichtungen. Es gibt nicht nur den einzelnen Weg über die technische Frage, es gibt nicht den einzelnen Weg nur über die psychologische Frage, sondern es gehört alles an einen Tisch. Prima. Ja, weil es eben doch ein etwas komplexes Thema ist, was auch in viele, viele Einzelheiten sich zergliedert, haben wir uns vorgenommen, eben die nächsten Wochen weitere Themen anzuschneiden. Als nächstes wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie eigentlich die Finanzierung von erneuerbaren Energien funktionieren kann in einem Strommarkt, bei dem man eigentlich faktisch kein Geld verdienen kann mit erneuerbaren Energien. Wir werden uns mit dem Stromnetz beschäftigen. Wir werden uns mit der Frage beschäftigen, wie wir uns auf die berühmte kalte Dunkelflaute vorbereiten können
und ob und welche Rolle Wasserstoff in der Zukunft spielen kann. Mir bleibt jetzt erstmal zu sagen, vielen Dank an Sie, Frau Hauser, Frau Hübner und Herr Gerhard, dass Sie dabei waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir werden Ihnen Bescheid sagen, ungefähr in 3 Wochen werden wir das nächste Thema angreifen. Und bleibt mir noch als allerletztes zu sagen, Sie können die Aufzeichnung des Gesprächs ungefähr in 1 Stunde auf unserer Homepage abrufen. Das Transkript folgt dann so schnell wie möglich. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Vielen Dank. Ciao. Ciao.